So, wo ist der Typ zum Angeln? Das will ich noch wissen. Angeln und dann selber zum Fisch werden? Ist er noch da? Ist er schon nach Hause gegangen? Müsste eigentlich da sein, wo Wasser ist. Wo ist denn der Angler jetzt, verdammt? Hast du den auch mitgenommen, Hussi? Hast du einfach alles mitgenommen? Du hast einfach einen Menschen entführt. Ach, da ist er doch. Ja, was geht, du Kugelfisch? Warst du denn ja schon schwimmen heute? Wir machen den Angelcheck. Dann kaufe ich deine Fische zum Höchstpreis. Du Sammelfische, wenn du auf sowas abfährst, aber sowas von. Angelcheck, los geht's. Was am Haken oder nichts am Haken, das ist hier die Frage. Heute musst du 3 Minifische hintereinander fangen, ungefähr die Größe einer Sardelle. Das ist einfach die Aufgabe, 3 Minifische fangen. Wenn ich keine zeitliche Begrenzung habe, sollte das funktionieren. Okay, das sind dann halt die ganz, ganz kleinen Fische, ne? Ja, ist ja klar, wenn ich den einmal nicht habe, geht's von vorne los. Ah, wir suchen kleine Fische. Ah, die Kleinen beißen meistens direkt zu. Der kleine Nemofisch. Ach, das, ich wollte schon sagen, was ist das denn für ein Fisch? Das ist das Paket. Ist so ein komischer Fisch. Was ist das denn? Der sieht aber golden aus, meine Mondfisch. Die Tropentapete. Respawn der Fisch, der eben abgehauen ist, hier auf der linken Seite.
Der ist zu groß, oder? Doch. Das zählt als Minifisch. Und die Angel ist kaputt. Hm. Buh. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu craften, deswegen werde ich mir diese Angel fertig kaufen. Im Shop. Ja, nur 400, das passt schon. Haben wir sonst noch was? Ja gut, 400 ist jetzt gar nichts. Der ist mir zu riesig. Na, vielleicht gibt es da oben noch ein paar Fische. Ist es eigentlich bei dir, Pussy Tag? Deiner Insel? Man kann bestimmt auch bei Freunden ins Wasser springen. Oder ich mache tatsächlich so ein Mitternachtsschwimmen. Nachtschwimmen. Kann es sein, dass ich eine Koralle einfach auf den Boden geworfen habe? Bei dir ist nicht Tag. Also eigentlich müsste man bei Kumpels oder auf fremden Inseln schwimmen können. Habe ich nicht allein gesammelt? Wieso spawnen die hier so viele? Hey, ich habe doch 4 Stück gefunden und dann jetzt 2-mal Einzelfund. Ich mache heute höchstens bis 10, beziehungsweise kurz nach 10 und dann muss ich gehen. Ich muss morgen früh raus. Ich hoffe, wir tun es verstehen. Nun sind nicht beleidigt, denn morgen geht's weiter. Und hier ist ein kleiner Fisch. Tja, richtig eingebildet das Ding. Das ist ja, ist wirklich ganz, ganz schlimm. Oh, hatte ich noch nicht. Kauquappe, okay. Wir machen das beim nächsten Mal. Ich würde ganz gerne was stiften. Und zwar das Ding. Also die Woche auf jeden Fall kürzere Streams. Oh nein, jetzt sehen wir nichts. Das darf nichts mehr sein. So, ab zum Angler.
Moskito-Kugelfisch. Selfie-Time. Das war eigentlich die Challenge. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie, fangt den und den Fisch und macht dies und das. Okay, die zwei hätte ich ja mal gebucht. Jetzt 1,5 Millionen. Kriege ich von ihm doppelt so viel? Ist wahrscheinlich auch nicht jeden Tag auf der Insel, ne? Ein herzliches Dank. Ich würde mal sagen, ich bringe jetzt einfach mal ins Wasser. Wollen wir tauchen oder wollen wir beim nächsten Mal tauchen? Kann er nicht aber von hier runter reinspringen? Jump! Oh, das geht gar nicht. Ich muss das mal irgendwie. Hast du mir nicht einen Tauchanzug gegeben? Nein, ich kann gar nicht dahin. Na gut, dann gehen wir mal ein bisschen fischen. Also ich brauche einen Taucheranzug und die Taucherbrille oder was? Ach toll. Hauptsache in den Titel geschrieben Schwimmen und Tauchen und dann mache ich das nicht. So kann ich auf jeden Fall nicht ins Wasser. Ja, ich wollte noch Blumen gießen. Ich fange auf jeden Fall noch ein paar Fische für den Typen. Und Blumen gießen müssen wir machen. Stand auch, glaube ich, hier oben als Aufgabe. Kaulquappe. Quappe. Okay, so ein Welcome-Ding ist dreimal Weichholz.
Ist schon ein bisschen blöd, dass ich die Pflanzen vermehren. Außer man... Kann man sie nicht so mit Stein umzäunen? Also umranden mit Stein, Boden oder umzäunen? Weil die wachsen ja richtig wild. Unberechenbar. Oh, das können wir auf jeden Fall machen. Nochmal Fische fangen. Allgemein noch als Aufgabe. Blumengießer. Nicht wegpacken. Platzieren. Oh, wobei, ich hatte hier noch eine Angel. Ne? Ich habe mir jetzt eine gekauft, ganz, ganz billig. Aber hier befindet sich eigentlich ein gutes Stück. Eine gute Angel. Ein Hundeknochenschild. Für mich. Und der Knochenschild und dann hier die Foto. Gefällt mir viel besser. Hätte vielleicht ein bisschen größer sein können, das Schild, aber ist okay. Ist okay, man möchte ja nicht meckern. Sechs aufräumen, wegpacken, wegpacken. Dass man auch jedes Mal rein muss, um die Sachen ins Lager zu packen. Ist zwar schon logisch, ne? Dass sich das Lager ja auch im Haus befindet, aber umständlich. Dann gehen wir noch ein paar Dinger fangen. Ein paar dicke Fische. Okay, das wird nichts. Hier ist ein Käfer. So langsam werde ich auch müde. Jetzt komm. Och Leute, einfach keine Fische hier. Was ist denn hier los? Och, die drehen sich jedes Mal um. Das 27.000 fast. Also du hast auf jeden Fall eine Wiederholung hast du noch safe. Das heißt,
Wenn du irgendwann einen Stream wiederholen möchtest, musst du das nur sagen, aber nicht einlösen, weil du hast das. Du hast es ja. Du hast es ja noch einmal. Vom 12-Stunden-Stream. Pflanze Obstbäume. Verkaufe Obst. Vielleicht gehe ich zum Schluss. Ich könnte, das könnte ich machen. Ich habe so viel, ich gehe einfach jetzt fischen. Wir haben die Fischerprüfung und wir gehen jetzt fischen. Mitternachtsfischen. Und ich muss mal gucken, wieso ich nicht schwimmen kann. Mussi, wieso kann ich nicht schwimmen? Liegt wahrscheinlich wirklich, weil ich keinen Badeanzug habe und nichts. Wahrscheinlich nur mit Schwimmausstattung. Ach, der war gar nicht. Der Brunnen war von dir und das ist. Ach, das war das Geschenk von der vom Update. Danke, dass du das Update installiert hast, ne? Das war dieser Schwimmanzug und die Brille wahrscheinlich. Hi. Lilia ist da. Guten Abend. Dann gehen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal schwimmen. Dann sehe ich mir das Ding an, sofort. Scheiß auf Dailies und keine Ahnung was für Sachen. Direkt ins Wasser. Ich muss aber früher irgendwie zocken. Muss irgendwie vormittags zocken. Ach, das ist ein Hund. Okay. Der Hund sagt Hallo. Verkaufen, 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 verkaufen. Was? 5000? Hm, 2700. Ja, und direkt bei der Sache nach, aber. Oh, das Schild ist cool. Warte mal hier, tauchen nach mir des Tieren. Ja, das werden wir heute, glaube ich, nicht machen. Da möchte ich eine schöne Aufnahme haben, einen guten Stream. Wenn ich werde, glaube ich, dann auch stundenlang werde ich tauchen und Sachen fangen. Fangen an Seepferdchen. Welches Schild? So, ich werde die Angel nehmen und ich werde mich doppelt ausstatten. Hussi, du hast gesagt, dass du mir die 200.000 zurückschickst. Wie wär's, wenn du mir hier die Blumen zurückschickst, die du mir geklaut hast? Was bei Tom Lock? Oh, immer diese Hedwig heißt die, oder? Aber welches Schild? Ach, so den im Shop? Soll ich das für dich kaufen, Delia? Das hier, das Katzending. Gekauft. Eigentlich sollte ich alles kaufen und nochmal verkaufen. Oh Gott, 6000, nein. Ich habe gehört, man muss irgendwie wie viel? 100.000, 200.000? Also einen gewissen Betrag. Ich schicke dir das per Post, das Schild. Komm, 1700, komm, ist gebongt.
Ich wollte schon immer sowas haben. Okay. Sie bekommen eine Schilde per Post. Bitte haben Sie Geduld. Anfrage wird bearbeitet. Und dann will ich aber... Man könnte auch hier fischen, ne? Zack, zack, zack. Ich werde die Hälfte werde ich für Meeresfische verballern und dann die andere Hälfte für den Teich. Weil da sollten ja andere Fische spawnen. Guten Tag. Ich muss ganz viele Postkarten schreiben. Aber gerne möchte ich was schreiben. Okay. Ich schreibe jetzt einen ganzen Text. Enter. Jawohl. Hiermit wie so ein Amtsbrief. Brief hiermit schicke ich dir das coole Schild das coole Schild ich weiß nicht ob man hier jetzt bin ich aber selber in der Bredouille muss hier ein Komma hin man weiß nicht das coole Schild das du haben wolltest oh oh ich nichts wissen wahrscheinlich schon, man muss überall mit 2S schreiben. Dass du haben wolltest. Haben wolltest. Punkt. Bin schnell Klo. Okay. Was ist ein Smiley? Enter, Enter. Okay, von Cynical. Ja, da oben noch so nachher. Das mache ich. Doch. Man weiß ich echt bekloppt, wenn man jetzt vor viele Briefe schreiben müsste. Gern. Okay, es gibt kein Zwinker-Ding. Okay, das ist echt, das ist bitter. Das ist echt. Das hätte man umsonst abschicken sollen. So eine schöne Botschaft.
Die Karte wird verschickt. Jawohl. Aber ich glaube, das nächste Mal kriege ich das bei 5, ne? Mit Karten verschicken. Ich weiß auch gar nicht, wo das ist. Erstes Design. So eine komische Kanne. Okay. Den Stab sollte ich vielleicht nicht nehmen. Bin wieder da. Post ist unterwegs. Wir wollen auf jeden Fall mal fischen und das dem Typen mal geben. Doppelter Gewinn. Oder dreifacher Gewinn. Ich weiß nicht, wie viel er dafür zahlt. Kleine Frage, mit welchem Schnitzprogramm arbeitest du? Weißt du, was das Gute bei mir ist? Dass bei mir wahrscheinlich alles unübersichtlich ist, aber bei mir ist alles notiert. Ich arbeite mit Magix Vegas. Also bei unten, ganz unten, hi. Ganz unten steht, welche Programme ich benutze. Auch für Musik machen, für Schneiden. Und auch allgemein. Auch OBS zum Beispiel und die ganzen Zusatzprogramme. Alles unten aufgelistet. Bei mir ist sehr, sehr viel aufgelistet, deswegen verliert man da so ein bisschen den Überblick. Aber man müsste ganz unten hinscrollen. Ja, das ist das Aufnahmeprogramm. Das Schnittprogramm ist Magix Vegas. Ich glaube 15. 15 Pro. Also das Schnittprogramm zum Schneiden. Wow! Wow! Das nenne ich einen dicken Fisch. Nicht das vom letzten Mal. Soll ich euch das per Post schicken, das Ding? Jetzt weiß ich nicht, ob ich das als Thumbnail nehmen soll oder... Ich lasse noch ein bisschen zappeln. Ach du liebe Güte. Ein Walhai. Ist das hier deine Walheimat? 13.000. Normalpreis oder bei dem Typen? Ich glaube, ich muss das Ding nochmal präsentieren. Wow. Kann ich damit rumlaufen? Aber das muss ich stiften. Muss ich? Keine Frage. Ich finde es schade, dass so riesige Fische nicht etwas größer dargestellt werden. Also es gibt eine kleine Größe, es gibt eine normale Größe. Eine große Größe wäre natürlich super. Also da muss man auch so ein riesen Ding sehen. Unter Wasser.
Ja, das ist ein kleiner Fisch. Kleine Fische, mittlere Fische und große Fische. Das wär's doch gewesen. Aber das ist auch eine gute Idee hier mit dem Fischfuttern, dass dann bessere Fische kommen. Jawohl, direkt angebissen. Richtiger Loser. Nein! Okay. Hier so ein Feuerding wieder. Rotfeuerding. Ich baller das ganze Fischfutter weg. Nicer Fisch, aber nicht so selten. Ich bin bestens vorbereitet. Also man erkennt zwar, wenn es Haie sind, aber die Schattengröße stimmt. Alles voller Fische. Was macht der denn da? Es wäre ja schon cool, wenn riesige Fische auch riesig dargestellt werden, wenn der Schatten auch riesig zu sehen ist. Kleine Fische beißen aber sehr, sehr schnell zu. So große Fische oder seltene Fische, die sind ganz, ganz schnell. Immer zack, zack, zack. Die beißen oft zu und ganz schnell. Ja, das ist ein Standardfisch. Meistens beim dritten, vierten Mal. Ein Barsch. Das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, so ein riesen Ding zu fangen. Oh, es gibt so asoziale Fische, beiß doch zu. Leck mich doch am Barsch. Ich bin nicht fürs Angeln gemacht. Ich glaube auch im echten Leben. Ich bin zu ungeduldig. Ich kenne das nicht. Die sollen direkt zubeißen. Komm. Ich kann auch nicht mal die Angel richtig rauswerfen. Zählt das jedes Mal als Abnutzung? Wenn ich ihn falsch werfe? Ach, das ist... Deswegen gehen bei mir Angeln immer so schnell kaputt. Zweites Mal. Das ist ein kleiner Fisch. Wenn nicht beim ersten Mal, dann beim... Oh, ein neuer Fisch. Ein Faltenfisch. Ja, es zählt, ja. So. Müsste ich noch nicht haben. Oder dürfte ich noch nicht haben. Ah, da, sag ich doch. Und dann hier das Riesending. Ich habe das Gefühl, dass meine Angel gleich kaputt geht. Sie bewegen sich auch jedes Mal. Ich verstehe es nicht. Langweilig.
Vor deiner Nase. Als ob das, ja, schwimm vorbei. Wie wär's, wenn ich nichts mache? Der müsste sich ja auch umsehen, oder nicht? Ich gehe Köder sammeln. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, weil er dreht sich um. Eine Flunder. Der wirkt auch etwas größer. Oh, schon wieder ein Hai. Leute, ein Hai. Kleiner Hai, großer Hai, mittlerer Hai. Oh, er beißt direkt zu. Es ist ein kleiner Hai. Ich bekomme hier ein Hai nach dem anderen. Dann lasse ich auch ein bisschen zappeln. Klein Hust, Hust. Kleiner als der Walhai, ja. Okay. Ich wollte ja eigentlich zum Teich, aber ich habe heute richtig Glück, ja? Mit den Haien. Das ist ein guter Angelort hier. Aber auch schon ein bisschen komisch, ne? Gerade jetzt, wo das Update rausgekommen ist, wo man selber ins Wasser kann. Das heißt, ich kann schwimmen im Wasser. Und gerade jetzt fange ich ganz viele Haie. Ich weiß nicht, ob ich dann auch Lust habe, ins Wasser zu gehen. Als ob die Haie Bescheid wissen. Oh, ein Update, Leute. Der geht, die nächsten Tage geht der schwimmen. Lass uns mal versammeln hier. Haben wir ein bisschen was zum Knabbern. Naja. Oh mein Gott, habe den Mondhai. Als ob. Oder hier noch ein Hai, noch ein Hai. Ich werde die Angel nicht nochmal rauswerfen. Ich werde. Ach, der kann auch verschwinden, oder? Ist das nicht so ein Assi-Hai? Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Wie kann man so blind sein? Leute. Schon wieder so ein Hammerhai. Langweilig. Aber das war doch der Fisch. So, das sind die Fische. Die anderen Fische bitte hier ein bisschen mehr Abstand. Ich weiß nicht, ob es noch ein Hai gibt. Also wie viele es verschiedene Sorten gibt. Jawohl, perfekt geworfen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt aber, ganz ehrlich, ich glaube maximal ist fünf. Ekelhaft, weg damit. Ein sehr schöner Fisch, aber habe ich schon. Was ich aber blöd finde, das könnten die vielleicht auch noch ändern, ist, dass man die, wie nennt man die nochmal? Die Muscheln fürs Futter, dass man die vielleicht mal stapeln könnte.
konnte sich nicht entscheiden. Das darf mir nicht beim Hai passieren. Das war jetzt nicht so schlimm. Und ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist. Weil wenn du es craftest, kannst du es ja stapeln. Also das Futter. Man findet jetzt auch nicht so viel, dass man sagt, okay, man könnte jetzt hier 50 Muscheln finden. Aber der Angel muss bis zum Schluss aushalten. Ich finde es schade, dass man auch den Köder nicht so ein bisschen bewegen kann im Wasser. Was ja eigentlich beim Angeln ja auch funktioniert. Köder reinwerfen und dann vielleicht ein bisschen bewegen. Ma'am. Och, das ist mir da. Ich war zu schnell. Und Leute, ich habe kein Fischfutter mehr. Das ist der letzte Hai für heute. Und er beißt auch direkt zu. Er muss klein sein. Er ist klein. Schiffshalter. Okay. Haben wir schon gehabt. Ich würde ganz gerne mit den Fischen nochmal errate den Verkaufspreis machen. Aber wir sind zu wenige. Der König hat zu wenig Zuschauer. Okay, jetzt müssen wir die wichtigen Sachen stiften. Wobei, ich möchte auch gerne dieses schwarze Insekt, das am Baum hängt. Ist das nicht so ein Herkuleskäfer? Karabeus-Käfer oder wie die heißen. Ach, sie sind keine Haie, nur ganz normale Flossenfische. Ach, obwohl sie hier den... die Flosse haben am Rücken. Das sind, glaube ich, 3 Fische. Oh, da freue ich mich schon, wenn der unten. Ich gehe, glaube ich, auch nachgucken. Der müsste, glaube ich, in einem ganz, ganz großen Aquarium sein. Warte mal, links sind noch die Insekten. Wo gehe ich denn hin? Als ob der Haifisch jetzt irgendwie im Baum hängt. Tut mir leid. Einmal ganz kurz durch hier. Eugen ist sehr belesen, denn er ist stets am Lesen. Nein, hier ist dieser große Fisch. Nicht der Haifisch. Der Haifisch ist... Wir haben noch, glaube ich, 2 oder andere größere Aquarien. Ich weiß, wo der ist. Da, wo es bläulich ist, genau hier. Ist er das? Auch hier kann man die Kamera nicht bewegen. Das sind so Kleinigkeiten. Ah, jetzt. Da ist das gute Stück. Mein Walhai. Hammerhai ist wahrscheinlich auch hier in der Nähe irgendwo. Da ist er auch in hier. Also hier weiß ich nicht, was ich für ein Thumbnail nehmen soll. Also das wäre, glaube ich, ein super Thumbnail. Hier unten nochmal.
Hier ist der riesige Haifisch. Wo ist mein Hammerhai? Also die kleinen Fische sind eigentlich total, weiß nicht, unnötig. Finde ich nicht so schön. Aber hier die Haifische. Oh, da ist er doch. Das ist cool. Dass man auch sozusagen im Aquarium drin, ist. Da schwimmt er. Echt cool. Ist zwar halt eine Animation, das heißt immer so im Kreis. Also man könnte Animal Crossing noch komplexer machen, ne? Dass man noch mehrere Sachen stiften kann und dann kann man sie züchten und hier und da. Also das ist... Da könnte man noch einiges machen. Schade, dass es in diesem Spiel auch keine Rollenspielelemente gibt. Dass man sagt, okay, man hat irgendwie... Dass man sich Waffen craften kann und dann geht man irgendwie in die Höhle oder in den Dungeon und kann da irgendwie Sachen finden und sowas. Weiß ich nicht. Vielleicht würde das Spiel zu viel verändern. Aber da habe ich letztens drüber nachgedacht. Das wird auch nice. Weil bei Stardew Valley kann man das ja machen. So, wir verkaufen die ganzen Fische. Das wird gleich verkauft. Aber mehr pärchenweise. Jawohl, ich hab's gleich. Die werden alle verkauft. Also ich muss jetzt auf jeden Fall Schluss machen, sonst komme ich morgen nicht aus dem Bett. Und das wäre schlecht. Kann ich ihm das noch verkaufen oder ist er jetzt auch weg? Ist er nach 10 Uhr? Nein, ist er nicht. Na, wie geht's, Kugelfisch? Bla 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 bla. Ich hab Fische. Oh, wollte der Köder senden? Ne, das reicht fürs Erste. Also, kannst mir das per Post schicken? Schicken wir es einfach per Post. Wir verkaufen diese Fische. Wer näher am Verkaufswert dran ist, bekommt von mir 500 King Coins. Ich weiß nicht, ob ich mitmachen soll. Ihr müsst die Antwort auch nicht... Eigentlich müsste man die einloggen, weil... Erste Antwort zählt. Komm, erste Antwort zählt. Da müssen wir nicht einloggen. Okay. Husi weiß Bescheid. Und er staubt die nächsten 500 Kingcoins ab. 46.875. Doch nicht. Ja gut, er hat einfach überboten. Er hätte 26.000 schreiben können. Aber ist es nicht so bei Spielen, wer überbietet, verliert? Schade, Husi. Nein. Überboten wäre es ja gewesen bei 50.000. Oder mehr. Ja, Ticket. Nächste Folge wird getaucht und geschwommen. Ich werde mit dem Ticket in die Ferne reisen.
Okay, hier ist meine Kiste, aber da ist nichts. Ich glaube, mit ihr habe ich noch nie gesprochen. Ich weiß gar nicht, wofür sie zuständig ist, habe ich wieder vergessen. Bankautomat, Shopping einlösen. Einzahlung von... Oh, das wird aber hier. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Leute, 60.000. Ich glaube, ich lege die Brille ab. Ich werde noch meinen Tauchanzug und alles platzieren. Ich würde das gerne draußen platzieren. Ich wollte eigentlich noch die Lichter schön machen. Insel Image, Insel Melody, wenn du 3 Sterne hast, KK und Stella for me. Da müsste ich auch mit ihr reden. Ich guck mal, wo ich die Sachen jetzt hingepackt habe. Tauchanzug. Ist das nun ein Accessoire? Einfach nur von der... Vom Optischen her oder brauche ich die Taucherbrille? Ich muss was aussetzen. Taucherbrille nicht, das heißt nur dieser Anzug. Aber wobei, das sieht schick aus mit der Taucherbrille. Ich kann nur gar nicht ins Wasser. Ich dachte, der jumpt einfach da rein. Oh mein Gott, ich bin im Wasser. Oh, schnell wieder raus. Schnell wieder raus. Okay. Mit A schwimmen. Oh, das ist was fürs nächste Mal. Wir wollen ja keine Mitternachtsschwimmen machen. Okay, das heißt, hier sind... Ja, das nicht. Gut, dann ist hier mein Anzug. Okay, dann werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal hier ins Wasser jumpen. Mann, man wollte dich auf Cookie-Land einladen. Da können wir auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Weil ich kann jetzt nicht bis 11 Uhr hier zocken oder so. Wenn ich das platziere. Also wir können ganz gerne... Ja, du sollst das ablegen. Meine Güte. Das sollst du anziehen. Wenn ich das jetzt platziere, geht nicht. Also ich werde bei mir ein bisschen rumschwimmen. Ich werde bei euch ein bisschen rumschwimmen. Du hast 615 Spielstunden geknackt. Also ich weiß nicht, wie ich das positionieren soll. Wenn ich das unten habe... Na, da geht es nicht nebeneinander, ne? Und das kann ich nicht verschieben, weil hier so komisches Zeug auf dem Boden ist. Also das lag doch eben ganz anders hier. Muss ihr vom PC weg, bye. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Vorbeischauen. Das kann ich auch hier ohne Probleme durch. War das Bild wirklich hier?
So. Ja gut, die Lichter, das ist ja natürlich auch ein Problem jetzt. Blöd ist, die Lichter kann man ja nicht verschieben. Ach, das ist doch hier. Ich habe mir das mit den Lichtern doch ein bisschen besser vorgestellt. Ach, der steht doch vor der scheiß Lampe und nimmt dann den Zaun. Das ist... Da muss man sich doch einfach aufregen. Da muss man sich doch einfach aufregen, wie blöd das Spiel manchmal ist. Leute, mir geht's gut. Mir geht's gut. Und man handelt schon. Dann eben nicht. Eben nicht. Ja, ja, wobei, ich kann es ja eigentlich alles... Warte mal. Kannst ja eigentlich alles platzieren und dann hier so bewegen. Ach, wegen meinen Tüchern. Jawohl, das ist auch ein Ende, oder? Ja, das war's. Das war's einfach. Tag, April brauche ich nicht. Ich habe ganze 232 Sternis. Und die Aufnahme hat heute fantastisch funktioniert. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Wir haben so einiges heute gemacht. Sehr, sehr viel. Oh, das ärgert mich jetzt. Gib Sternis aus, um Sachen zu kaufen. Ja, schade. So. Ich habe mich entschlossen, auch jedes Mal dann blub, dass hier so King Cynical Games steht. Auch das wollte ich irgendwie farblich anpassen an das Overlay. Aber dann müsste ich das Zeichen nochmal neu machen komplett. Also das Icon. Das Logo, da hatte ich keinen Bock drauf. So. Weil, wie schon gesagt, schwarz-rot sind die Farben von King Cynical Games. Ich bedanke mich. Danke an Niki für den Follow. Danke an die ganzen Leute, die dabei waren, fürs Mitspielen, fürs Geldklauen.
fürs Blumenklauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Noch ein paar letzte Worte. Also ich verabschiede mich. Wir sollten uns morgen sehen auf jeden Fall. Ich hoffe, das passt nicht. Wenn mir irgendwie schlecht ist oder wenn ich zu viel Stress habe und so, dann nicht. Aber sollte alles paletti sein, dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen. Bis dahin, euer König. Tschüss. Was ist denn bei? Das ist bei. Ich hab dich gesehen. Ja! Nein! Lucky to do. Böse Feuerblume, ich darf nicht schießen. Wieso kriegt man hier eine Feuerblume? Achso, ich hab den Stern. Warte mal. Ich muss dann mit dem Stern so lange warten, bis der weg ist. Die war die ganze Zeit vergiftet. Ey, das war's mit dem 24-Stunden-Screen. Och, Leute. Wie kann man so ein beschissenes Timing haben, dass ich... Ich komme auch nicht ins Menü. Ich komme nicht in... Ich lade das Spiel und die krepiert. Das war schwach von mir. Aber irgendwo ins Blaue. Wie viele von diesen Dingern bekomme ich? Ein Bowser-Panzer. Nein! Einfach mal ausrasten, weg mit dir. Hätte ich eben auch machen sollen. Okay. Ja, man muss sich die Safe-Dinger... Oh, guck mal hier. Man muss sich einfach nur merken... Man muss sich einfach nur merken, dass man... Ist das random? Ist ja auch ein nices Level, also. Ein Herz hat's ja schon bekommen. Muss nur noch schaffen. Okay, wenn ich hinten bin, geht's vielleicht besser. Jawoll! Der König hat geschafft. Kniet alle hinter vor dem König. Perfekt. Man hat es im Gefühl, ob das stimmt oder nicht. Perfekt gewesen. Perfekt durchgekommen oder nicht. So 28,6. Was soll ich noch einbauen?
3340. Verstanden, was da steht, ne? Das Geheimnis ist unter meinen Füßen, aber ich dachte nicht, dass es hier ist. Oh nein! Also manchmal sind die so schnell... Ey, bei diesem Desaster, da kann ich doch nicht verteidigen. Unfair, Vadio. Sehr, sehr unfair. Wir gehen dann mal weiter. Oder auch nicht. Triple.